Willkommen zum Infovideo 2016 von Loki TV. Und seid's gut umgekommen ins neue Jahr? Ich hoff's, denn ich bin's. So, warum macht ihr das Infovideo? Damit ihr es wieder am neuesten Stand seid. Von mir, es ist jetzt schon länger nichts gekommen. Die letzte Just Cause 3 Folge, die habe ich gerade und gerade noch so am Rechner gefunden, weil ich mir gedacht habe, habe ich die schon rausgebracht oder nicht? Und dann habe ich sie nur rausgekaut. Ja, viel Zeit ist vergangen. Ich glaube, 2 oder 3 Wochen habe ich jetzt fast nichts mehr angenommen. Warum? Es war keine Motivation da. Wenn ich auf meinen Kanal geschaut habe, dann sind einfach zu viele Projekte gewesen. Das war mein Fehler. Wie zum Beispiel Lords of the Fallen. Das ist schon zu lang unbearbeitet, also nicht weitergeführt worden von mir. Dann habe ich mich mal aufgerafft, dann habe ich wieder mal gespielt. 2, 3 Folgen, glaube ich, habe ich damals gemacht. Aber dann war es wieder so, ich mag das eigentlich gar nicht mehr spielen und zwingen mag ich mich selber auch nicht, dass ich sage, du musst das Let's Play fertig machen, du hast das ja vorgenommen für deinen Kanal, dass du nur beendete Let's Plays oben hast, aber das geht halt nicht. Weil es soll ja Spielspaß auch dabei sein, wenn man spielt. Und den hast du einfach nicht mehr gehabt, oder habe ich halt einfach nicht mehr gehabt. Darum folgendes, abgesetzt wird Lords of the Fallen. Wird keine Videos mehr geben. Ist immer schon ein Projekt weniger, was für mich, sagen wir mal, Druck von mir nimmt. Also mein Druck mir gegenüber jetzt, wo ich sage, okay, das muss ich fertig machen, komm. Loki, reiß zusammen, hau dich rein, ich muss fertig machen. Nein, mag ich nicht mehr, fertig aus. Gibt's nicht mehr. Bloodborne war zu schnell angefangen, wie ich finde, von mir. Mag ich jetzt auch nicht mehr spielen. Das liegt jetzt halt auf der Festplattennummer bei der PlayStation. Und nein. Mag ich auch nicht mehr drucken. Gibt es 7 oder 8 Folgen, glaube ich. Erscheinen zwar noch auf der YouTube-Seite auf bei mir, aber als beendete oder nicht weitergezockte LPs. So, jetzt haben wir schon 2 Projekte weniger. Das ist schon mal fein für mich. Vielleicht was könnte man daraus machen? Schnauze bei wenn wir reden. Wird vielleicht sich mancher denken, ja, weniger geschaut, ist mir egal, oder manche, ich habe aber genau deswegen abonniert, weil er das gut macht oder weil man das taugt, wie er es macht. Ja, gibt es halt jetzt nicht mehr. Es gibt ja weitere Spiele noch von mir. Und die, was ich jetzt weiterführen möchte, intensiver, weil ja die anderen Projekte wegfallen und weil die Motivation dadurch vielleicht wieder steigt, das sind einmal auf jeden Fall Just Cause 3. Das ist ein wunderschönes Spiel, möchte ich weitermachen. Dann haben wir mal ein Projekt. Dann Fallout 4. Möchte ich intensiv weitermachen mit Commentary. Also das, was ich vorher gemacht habe, das war halt so ein Mitschnitt von vom Livestream, was ich gemacht habe. Da ist mir wieder irgendeine Idee gekommen, aber die möchte ich nachher so nicht weiterführen, weil das keine Qualität ist für mich. Ist einmal was anderes gewesen, wie der Carlos zum Beispiel geschrieben hat, dass man die Spielumgebung und so hört, aber es ist irgendwie fad zum Zuschauen, finde ich. Ein bisschen so ein Scheißgequatsch von Loki muss schon dabei sein. Weil ab und zu haut der doch ein bisschen einen guten Scheißdreck raus. Uncharted, wenn ich motiviert bin, werde ich das auch weitermachen. Und das sollen die 3 Projekte sein, was wirklich jetzt mal auf dem Kanal laufen sollen, bis sie halbwegs durch sein. Es ist zwar noch in der Liste derzeitig LPs The Witcher 3. Aber ich kann mich auch für den zurzeit nicht motivieren. Also das ist ein absolutes Motivationsspiel. Vielleicht kriege ich nochmal Tobi, vielleicht nicht. Ich lasse ihn jetzt so in der Liste rein, weil wir erst 4 Videos haben, glaube ich, bei dem. Schauen wir mal. Man sieht es ja. Aber die 3 Projekte, was jetzt mal intensiver weitergehen sollen, sein, na 2 seins, Just Cause 3 und Fallout 4. Dass wir da mal ein bisschen durchziehen, darf ich mal sagen. Warum gibt es kein Final Fantasy? Ist jetzt ein besserer Zeitpunkt zum Reden? Nein, überhaupt nicht, weil ihr jetzt redet. Tisch ab! Geh arbeiten, für das bist du ja da. Final Fantasy XIV gibt es nicht mehr bei Loki TV, das ist aus einem Grund. Und zwar, das hat sehr gute Resonanz auf meinem Kanal gehabt. Das kann jetzt auch ein Fehler sein, dass ich einen neuen Kanal gemacht habe. Ich finde es aber nicht als Fehler, weil der andere Kanal, wenn einmal ein paar Abonnenten mehr drauf waren, könnte mal Abschnitte machen, mehr Übersicht geboten wird. Ich finde das jetzt ein bisschen ein Mischmasch auf dem Loki TV Channel mit dem Final Fantasy, weil die Übersicht nicht da ist. Sir? Nein, nicht Sir.
es läuft gut, es wird geschaut, aber ich möchte es gebündelt auf einen Kanal haben, dass man sagt, Final Fantasy möchte ich heute sehen, heute gehe ich auf den Kanal vom Loki, Final Fantasy 14 Online heißt er. Und da habe ich eine schöne Übersicht, wie ich alles abklappen kann. Lass dir Zeit. Ja, mach ich. Der Hund ist lästig. Verbiss dich einfach, wenn ich da rede. Was ist denn mit dir? Der Hund gab mir am Arsch. Schön gebündelt, ich möchte es nachher haben. So, das ist das LP, die Story, dann drunter die Dungeons und drunter die Guides und nachher drunter die Specials. So möchte ich das schön haben, dass man da eine schöne Übersicht hat. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Die Videos nicht suchen muss, was man eben sehen will von Final Fantasy. Deswegen habe ich den Kanal gemacht. Der liebe Storm hat mir geschrieben, ja, es steckt ja keine Persönlichkeit dahinter dann bei dem Kanal, das ist schon klar. Nur so gebündelt FF14 finde ich feiner als wie so verstreut, wie es jetzt auf dem derzeitigen Kanal ist. Das ist also meine Absicht, mein Grund dahinter, warum ich das so gemacht habe. Und ich finde es jetzt einmal als gute Idee, die alten Videos von FF14 bleiben ja auch noch auf dem Loki TV dabei, weil die haben echt gute Aufrufe. So, was gibt's noch zum Jahr 2016? Es soll gespart werden. Und zwar auf einen leistungsstarken PC, der soll dann im Dezember dieses Jahres kommen. Und dann hat der Luki noch mehr vor, und zwar professionelleres Streamen natürlich, ist dann auch das Rendern viel schneller. Und man kann, glaube ich, mit einem besseren PC ein bisschen flexibler arbeiten. Dass man sagt, jetzt kann ich das und das gleichzeitig machen, die Möglichkeiten, was ich halt jetzt zurzeit nicht habe. Ja, das sollten eigentlich so die Highlights gewesen sein, falls sich noch irgendwas ergeben sollte. Achso, was machen mit neuen Spielen, was rauskommen. Ich werde jetzt nicht mehr so drauf erpicht sein, das sofort haben zu wollen und ein Let's Play zu machen, sondern wirklich einmal ein Projekt abschließen, damit die Projektliste für mich selber weniger wird, dass der mir aufersetzte Druck weniger wird, ich muss das jetzt machen und hin und her und bla bla bla, dass das alles ein bisschen chilliger anläuft. Ansonsten kann ich eigentlich nur eins wünschen, und zwar ein gutes Jahr 2016. Danke für die Treue von den Abonnenten. Also auch wenn ich mal inaktiv war oder so, es ist jetzt nicht so drastisch zurückgegangen, dass ich mir sage, jetzt seid ihr aber besser auf mich, sondern ihr habt eine gute Geduld mit mir bewiesen. Dafür sage ich danke für die Treue. Ich hoffe, es schaut euch weiterhin den Dreck an, was ich da produziere. Ich glaube nicht, und es bleibt mir treu. Jawohl, jetzt kommen wir zum Ende. Weil er da gerade rumsteht, so deppert. Und ich wünsche euch noch ein schönes 2016.